Guten Morgen, ihr Lieben. Hier bin ich wieder. Ich habe mich schon so auf dich gefreut, mit dir in diese Verbindung gehen, in den Heiligen Geist eintreten, in dieses Feld von Energie, Quantum Field of Energy, sagt man in Englisch, einzutreten. Es können immer nur zwei gemeinsam eintreten, sich gemeinsam erinnern an den Heiligen Geist, an den Tag, den wir heute wollen, einen total glücklichen Tag. Wir wollen total glücklich sein, weil der Heilige Geist nur Glück ist. Dieses Feld des der Energie des Universums nur vollkommenes Glück ist. Und in dieses wollen wir eintreten. Wir wollen eintreten in diese völlige Erfahrung der Leichtigkeit des Seins, der Leichtigkeit des Seins. Die Leichtigkeit des Seins ist, was unser natürliches Erbe ist. Wenn wir leicht sein sind, wenn alles leicht geht, ohne Anstrengung, ohne Anstrengung, wenn wir uns nicht erinnern, nicht eintreten, wenn wir nicht in unserer natürlichen Umgebung sind, dann wird alles schwer, dann wird alles anstrengend, dann wird alles zu einer Mühe und zu einer Last. Lasst uns doch in unser natürliches Erbe, in unsere natürliche Umgebung eintreten, wo alles leicht ist, wo alle Entscheidungen für uns getroffen werden, wo das Licht für uns arbeitet, wo das ganze Universum uns helfen will, uns zu erinnern. Jede Situation, jede Begegnung heute will mir nur helfen, mich zu erinnern an die Leichtigkeit des Seins. Wenn ich mir erlaube, dort einzutreten, in dieses kosmische Feld der göttlichen Weisheit, die in dir ist. Stell dir vor, in dir ist göttliche Weisheit. Was ist göttliche Weisheit? Göttliche Weisheit ist, ich werde geführt. Das Licht arbeitet für mich. Alles, was geschieht, alles passiert, ist zu meinen Gunsten, ist für mein Erwachen, hilft mir, mich zu erinnern, dass Leichtigkeit mein natürliches Selbst ist. Dass es leicht geht, dass ich wirklich lerne zu fliegen, leicht zu sein. Alle Entscheidungen, alle Schritte, alles, was ich heute tun oder sagen soll oder wohin ich gehen soll, mir gesagt wird. Es wird mir alles gesagt. Ich werde mir immer alles ganz genau, wird es mir gezeigt. Ich brauche nicht planen. Ich brauche nichts zu kontrollieren. Ich kann mich einfach nur öffnen für den göttlichen Plan. Und mir wird jeder Schritt gezeigt. Ich brauche nichts zu wissen. Ich brauche nichts mehr zusammenzuhalten. Es wird mir völlig von einer Intelligenz, die nur das Beste für mich will, alles gezeigt werden heute. Stell dir vor, mir wird alles gezeigt, ich werde in jeden Schritt angeleitet, jedes Wort, jede Entscheidung, alles wird mir gegeben. Und dann wird's leicht. Ich brauche nur empfangen. Ich brauche nur meine Hände, mein Herz, meinen Geist aufzumachen, um zu empfangen. Weil alles bereits gegeben worden ist, weil alles gegeben wird, genau hier und jetzt. Wie fühlt sich das für dich an, dass dir alles bereits gegeben ist? Dass du nichts tun musst? Dass du nichts wissen musst? Dass das ganze Universum auf deiner Seite ist,
dass Gott gütig ist, dass Gott dein Freund ist, dass das ganze Universum dein Freund ist, dass alles, alles dich unterstützt, ausnahmslos dich unterstützt, dir hilft, dich zu erinnern, wer du bist, warum du hier bist und was deine Mission ist. Alles unterstützt uns, alles hilft uns, alles neigt sich zu uns zu, alles neigt sich zu uns zu, um uns zu segnen. Alles, nicht eine kleine Sache, nicht ein kleines Ding ist davon ausgenommen. Alles neigt sich uns zu, um uns zu segnen. Alles neigt sich uns zu, um uns zuzurufen, wie leicht die Wahrheit des Seins ist. Alles will uns nur erinnern, wer wir wirklich sind. Wenn wir uns verbinden, wenn wir in dieses Feld eintreten, wenn wir erkennen, dass wir einen Vater haben, der uns ganz genau kennt, der sich ganz genau um uns sorgt, der unser Glück viel besser kennt als wir, der alle Entscheidungen schon für uns getroffen hat, der alle Schritte schon für uns gelenkt hat, dass wir keine Weisen mehr sind, wie Jesus sagt, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich will euch erinnern, dass ihr einen Vater habt. Ihr braucht nicht traurig sein. Ihr könnt nicht mehr allein sein. Alles ist bei dir. Alles ist in dir. Es ist bereits alles in dir. Das Himmelreich Gottes ist bereits in dir. Du bist es bereits, mein Bruder. Lass uns das erinnern. Es fehlt nichts mehr. Es ist die Vollständigkeit der Schöpfung, ist bereits gegeben. Hier und jetzt. Und alles neigt sich uns zu. Alles. Glaub es mir, mein Bruder. Jeden Tag mache ich diese Erfahrung. Alles will mich helfen, unterstützen. Alles wird mir gegeben. Bin ich bereit, es anzunehmen? Bin ich bereit, es anzunehmen? Mit offenen Händen und einfach nur Danke zu sagen? Oder ist da noch ein Teil in mir, der sich schuldig fühlt, alles zu bekommen? In allem unterstützt zu werden. Ja, dann, mein Bruder, braucht es Vergebung. Dann braucht es ein neues Erinnern, dass ich alles als heiliger Sohn Gottes annehmen darf. Dass Gott, das Universum, großzügig ist. Total großzügig in mir. Total liebend. Total barmherzig. Großzügig, das Universum ist großzügig. Mein Bruder, lass dich überraschen von seiner Großzügigkeit, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Liebe. Und so kommen wir zusammen, um das heute zu erinnern. Hier und jetzt. Wie einfach ist doch unser Erwachen. Es braucht so wenig von uns, nur ein bisschen Bereitwilligkeit, nur ein bisschen das Öffnen der Arme und unseres Herzens, um alles anzunehmen. Alles, alles. Die Geschenke Gottes sind jetzt schon da. Bin ich bereit, sie anzunehmen? Bin ich bereit, sie
anzunehmen. Anzunehmen. Welch eine Freude. Welch ein Frieden. Welch eine unglaubliche Gnade, die im Universum mich erinnert, wer ich wirklich bin. Gottes Gnade ist mein natürliches Zuhause. Gottes Gnade ist meine natürliche Umgebung. Gottes Gnade gibt mir alles ohne Begrenzung, ohne Verzögerung, hier und jetzt. Und so ist es heute ein Tag des unendlichen Dankes an die Gaben Gottes, an seine Liebe, seine Gütigkeit und sein immerwährendes Geben. Immerwährendes Geben. Diese immerwährenden Gaben sind heute alle mein. Danke, lieber Bruder, danke so sehr, dass ich heute wieder bei dir sein darf, dass wir uns gemeinsam erinnern, frohlocken, Halleluja sagen, Halleluja, es ist vollbracht, es ist vollbracht in dir, es ist vollbracht in mir. Danke, und so wünsche ich dir einen wunderschönen, freudigen Tag in der Erinnerung, dass es bereits in uns vollbracht ist und dass Leichtigkeit, Freude, Frieden unser natürliches Erbe, unsere natürliche Umgebung ist. Und solltest du dich wieder gemeinsam gerne erinnern, dann können wir uns heute gerne auf Zoom treffen. Um 19.15 Uhr ein Zoom-Meeting, genau um dies wieder zu erinnern. Danke, mein lieber Bruder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Sei gesegnet. Der Segen Gottes ist grenzenlos für uns. Danke. Fühl dich umarmt und wir sehen uns in einem Augenblick. Herzlichen Dank.